Wir finden mit Sicherheit den passenden Platz für Sie. ABC Personal. Im Rahmen der Ukraine-Krise hat die Stadt Remscheid nun auch ein Hilfegesuchen ereilt. Darüber wollen wir sprechen mit Journalist Horst Kleuser und Beigeordneter Thomas Neuhaus, Hennerhaus. Aus unserer Partnerstadt in Polen, ehemals Sensburg, hat uns jetzt ein Hilfeerufen ereilt. Was genau wird da benötigt und wie hat die Stadt Remscheid bislang darauf reagiert? Ja, wir haben sofort reagiert, indem der Oberbürgermeister mich beauftragt hat, tatsächlich mich darum zu kümmern, dass die Bedarfe, die dort bestehen, um die Ukrainerinnen und Ukrainer im Kreis Sensburg zu unterstützen, sofort befriedigt werden. Es ist so, dass in unserer wunderbaren Stadt sozusagen immer die Aktivposten bekannt sind. Insofern sind sehr, sehr bekannte Bürger wie Horst Kleuser, Ralf Barstis, der Florian Schäfer vom Diakonischen Werk, Norbert Springhopp, Dr. Neveling dabei und haben sich ganz schnell bereit erklärt. Und wenn man solche Kontakte hat, dann kann man sich gut auf den Weg machen, Sachspenden einzuwerben und auch Geld spenden. Das haben wir umgehend gemacht. In unserem Lager bei der Arbeit Remscheid ist schon viel eingegangen, obwohl der Aufruf erst vor kurzem da war. Unsere Fundraiser, Horst Kleuser allen voran, hat auch letztendlich schon einiges an Geld eingeworben, sodass wir die Liste, die uns zugeschickt wurde, die wir nochmal konkretisiert bekommen haben, abgearbeitet werden kann. Wir haben von Stromerzeuger bis zum Zahnpasta alles drauf und sind in der Lage, dann direkt am Mittwoch loszufahren und die dringend benötigten Artikel dort auch abzuliefern. Ja, und wir konnten gerade einer Videokonferenz beiwohnen mit der Landrätin vor Ort, die nochmal ganz eindrucksvoll geschildert hat, wie die Situation vor Ort ist. Sie werden jetzt leiden, zum Technischen mal zu kommen, nächste Woche Mittwoch mit mehreren Personen dorthin fahren. Wie ist das bislang logistisch geplant und wie waren die Eindrücke aus der Videokonferenz? Also wir haben zwei Lkw zur Verfügung, die wir auch nach heutigem Stand auch wirklich voll bekommen. Vielleicht brauchen wir sogar noch einen dritten, da müssen wir dann überlegen. Also groß und schwer sind natürlich die Stromgeneratoren. Das werden um die 20 sein, die wir günstig kaufen können. Viele andere Sachen werden gespendet, zum Teil auf Paletten. Da sind die Lkw voll. Wir fahren dann wahrscheinlich nach ein, zwei Tage werden wir brauchen. Wir werden dann vor Ort sein. Wir schauen uns auch alles an, wie die Situation ist. In der Videokonferenz mit der Landrätin habe ich eine ganze Menge gelernt. Erstens, dass diese doch im Grunde kleine Stadt, das sind 24.000 Einwohner, 1900 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben. Das sind in der Hauptsache Frauen, Mütter mit ihren Kindern, auch ein paar ältere Leute. Und natürlich der größte Wunsch all dieser Geflüchteten ist, so schnell wie möglich in dann eine befriedete Ukraine zurückkehren zu können, obwohl da natürlich sehr viel an Infrastruktur kaputt gebombt worden ist. Die wenigsten äußern den Wunsch, weiter zu reisen Richtung Westeuropa, also durch Polen hindurch nach Deutschland, Holland oder sonst wohin. Einige gibt es natürlich auch. Und es gibt auch welche, vor allen Dingen vom medizinischen Personal, die aus der Ukraine geflüchtet sind, die jetzt schon Kontakte geknüpft haben im ehemaligen Kreis Sensburg, dort zu bleiben, dort zu arbeiten. Es gibt schon eine seit Jahrhunderten bestehende Freundschaft, familiären Austausch zwischen Polen und der Ukraine. Die Sprachen sind nicht so, dass man sich direkt versteht, aber so ein bisschen wie, sagen wir mal, Niederländisch und Deutsch. Mit etwas gutem Willen versteht man sich. Es ist eine andere Schrift. Die Ukrainer schreiben Kyrillisch, die Polen haben das westliche Alphabet. Aber was ich schon gemerkt habe, ist das große Engagement, was man bei den Menschen dort erlebt. Und was immer wir vielleicht in den letzten Jahren über die Polen gedacht haben mögen, wir erleben jetzt eine großartige Gastfreundschaft, einen wirklichen europäischen Wertekanon. Und da macht es Freude, diesen Menschen, sowohl unseren polnischen Nachbarn als auch den ukrainischen Geflüchteten zu helfen. Ja, und es ist auch geplant, vielleicht ein zweites Mal nochmal hinzufahren, je nachdem, wie die Situation sich vor Ort darstellt, richtig? Das ist so. Horst hat ja gerade dargestellt, das Verhältnis zwischen den Einwohnern und den Geflüchteten. Das ist schon, macht schon ziemlich deutlich, welche Herausforderungen da sind. Also man könnte es auf unsere Stadt umrechnen. Deshalb wissen wir, dass dort weitere Bedarfe bestehen werden. Wir haben uns in unserer Gruppe vorgenommen, letztendlich ein zweites Mal noch hinzufahren. Wir wollen ja nicht nur sozusagen einen kleinen Erinnerungsposten hinterlassen, sondern wir wollen nachhaltig helfen.
Und deshalb haben wir uns das vorgenommen. Aber wir haben uns eben vorgenommen, vor Ort einfach nochmal zu gucken, in die Gespräche zu gehen, zu schauen, was wird tatsächlich noch neben den Dingen auch gebraucht. Wir werden jetzt schon nicht alles mitbekommen. Die beiden LKWs sind schon voll. Und deshalb, ich bin völlig überwältigt, dass wir das in so einer kurzen Zeit geschafft haben. Und die Spenden sind ja für dort und deshalb werden wir die Spenden noch dahin bringen. Ja, dann bedanke ich mich zunächst für das Gespräch heute und vor allen Dingen viel Erfolg bei dem Vorhaben kommende Woche und danke für die Unterstützung.